Hey Leute, schön, dass ihr da seid, denn heute wollen wir mal zusammen einen Blick auf die neue Galaxy S23-Reihe werfen. Unter unserem letzten Gerüchtevideo zum S23 habt ihr ja fleißig kommentiert, das war echt super krass. Richtig viele von euch freuen sich auf die neue Generation und hoffen vor allem auf eine bessere Akkulaufzeit, die leider bislang echt nicht so gut war, und auch auf ein Kamera-Upgrade. Also schauen wir mal, ob eure Wünsche auch wirklich in Erfüllung gehen. Beim Galaxy S23 Ultra, also dem Flaggschiff-Modell mit der besten Ausstattung, gibt's wohl die größte Änderung. Die letzten drei Generationen hat Samsung auf eine 108-Megapixel-Hauptkamera gesetzt, die von Jahr zu Jahr und natürlich auch per Software-Updates tatsächlich immer besser wurde. Aber 108 Megapixel reicht Samsung einfach nicht mehr aus. Das S23 Ultra bietet tatsächlich einfach mal 200 Megapixel. Samsung setzt nämlich wie zuvor auch schon auf Pixel-Binning, also aufgrund der höheren Auflösung werden hier 16 einzelne Pixel zu einem großen Pixel, das dann besonders viele Bild- und Lichtinformationen enthält, und das wirkt sich natürlich positiv auf das Foto aus, gerade bei schlechten Lichtverhältnissen. Und soweit wir jetzt beim ersten Test sehen konnten, stimmt das auch. Aber das werden wir auf jeden Fall nochmal viel genauer prüfen, wenn wir unsere Testgeräte bekommen und die Dinger mal auch wirklich in Alltagssituationen ausprobieren können. Unter unserem Gerüchtevideo kam auch die Frage von Max, ob das S23 jetzt endlich 48 Megapixel RAW-Bilder abspeichern kann. Die Antwort ist nein. Aber viel besser, weil jetzt sind nämlich 50 Megapixel RAW endlich möglich. Und das ist tatsächlich sehr, sehr cool für alle, die noch mehr aus den Bildern bei der Nachbearbeitung rausholen möchten. So, kommen wir nochmal zu einem Thema, bei dem ich echt nicht gedacht hätte, dass es doch so vielen von euch wichtig ist. Und das ist der Prozessor. Bisher war es ja so, die europäischen Smartphones bekommen bei Samsung den eigenen Exynos-Prozessor verbaut. Außerhalb von Europa ist es dann aber die jeweils beste Qualcomm-CPU. Und das war immer so eine Sache, weil die Exynos-CPU nie so stark war wie die von Qualcomm. Heißt also, wir Nutzer in Europa, beziehungsweise Deutschland jetzt explizit, hatten eigentlich immer einen Nachteil. Bis jetzt. Denn bei der S23-Generation kommen in allen Modellen der Snapdragon 8 Generation 2 zum Einsatz. Der derzeit schnellste Mobilprozessor für Android-Geräte, wie auch die Rangliste vom AnTuTu-Benchmark beweist. Da ist nämlich ein Vivo-Handy mit genau dieser CPU auf dem ersten Platz. Aber wie ich das bei euch herausgelesen habe, erhofft ihr euch jetzt von dem Prozessor nicht nur, dass das Gerät schneller ist, weil, sind wir mal ehrlich, das ist jetzt schon super schnell. Ein weiterer Wunsch von euch sind die besseren Akkulaufzeiten. Und die können natürlich auch von einem besseren Prozessor kommen. Das konnten wir natürlich in der kurzen Zeit, in dem wir die Geräte mal in der Hand nehmen konnten, jetzt nicht testen. Aber ich kann euch eins sagen, ihr seid damit nicht alleine, das wünschen wir uns auch. Gerade Dennis meinte eben nochmal zu mir, dass die Akkus der bisherigen Generation eigentlich immer eine Schwachstelle waren und dass er hofft, dass das jetzt in der neuen Generation besser wird. Das müssen wir dann nochmal genauer testen. Mehr Akkukapazität beim Ultramodell gibt es nicht, da bleibt es halt bei 5000 mAh. Aber es gibt ja noch die beiden Standardmodelle S23 und S23 Plus. Hier wächst der Akku jeweils um 200 mAh an, nämlich auf 3900 und 4700 mAh. Also wie ihr seht, gibt es insgesamt wieder drei Modelle, S23, S23 Plus und eben das S23 Ultra mit der besten Ausstattung an Bord, mit dieser übertriebenen 200-Megapixel-Kamera und dem integrierten Stift S Pen. Die Displaygrößen sind mit 6,1, 6,6 und 6,8 Zoll gegenüber den Vorgängern identisch, aber optisch hat sich tatsächlich auch etwas getan, dafür müssen wir aber auf die Rückseite schauen. Samsung nimmt das Kameradesign von dem Ultra und packt das auf die Standardmodelle. Heißt also, kein Kamerabuckel mehr. Die Kameras sind einzeln im Gehäuse platziert, was meiner Meinung nach echt super aussieht. Die Displays vom S23 und S23 Plus sind wie zuvor flach gebaut. Der Bildschirm des S23 ist zum Rand hin etwas abgerundet, aber Samsung gibt an, dass der flache Displaybereich beim Ultra jetzt breiter ist als zuvor. Überhaupt ist das S23 Ultra jetzt etwas runder statt sehr kantig wie bei den letzten Generationen. Ich blende euch jetzt hier auch mal die Infos zum Release und den jeweiligen Preisen der unterschiedlichen Modelle ein. Auch wenn die Veränderungen auf den ersten Blick nicht ganz so krass aussehen, hat Samsung, finde ich, doch genau an den richtigen Stellen Verbesserungen gemacht. Und wenn ihr mich fragt, das Warten auf die neue Reihe hat sich wirklich gelohnt. Ich freue mich schon auf jeden Fall auf das Testgerät. Wer unseren Test zur S23-Reihe nicht verpassen möchte, den lade ich recht herzlich dazu ein, diesen Kanal hier zu abonnieren und auch die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten noch die Frage an euch, wie findet denn ihr jetzt die neuen Geräte? Habt ihr damit gerechnet? Habt ihr irgendwas vermisst? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Macht's gut, bis zum nächsten Video.